herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sind eigentlich gerade auf der Durchreise, haben eigentlich bei Igor angehalten. HDB Schweißshop. Ist bestimmt mittlerweile, würde ich sagen, halbes Jahr her, dreiviertel Jahr, ein Jahr her. Mehr, ein Jahr. Ja, ich habe das Gefühl, ich kenne dich schon sehr lange. Ich wollte sagen, es ist bestimmt schon ein Jahr her, dass wir das letzte Mal hier waren. Auf der Messe waren wir ja bei euch. Ja. Und in dem letzten halben Jahr, wie lange hast du gebraucht? Weniger als ein halbes Jahr, ne? Doch, 6 Monate. Ich habe nochmal geguckt, 6 Monate. Ja. Kam der Verrückte tatsächlich auf die Idee, er baut sich mal einfach aus nix ein Boot selber. Ja, Igor, erzähl mal, wie kommt man auf die Idee, so ein Boot zu bauen? Selber zu bauen? Ja. Also man könnte ja auch einfach mobile aufmachen und sucht sich was. Also jetzt muss man dazu sagen, jeder, der Igors YouTube-Channel noch nicht kennt, du baust ja eh vieles, experimentierst, machst genau. Versuche und so weiter. Ja. Klar, hat sie natürlich angeboten, so ein Boot selber zu bauen, aber ich sag mal, ein Boot ist ja auch nicht mal eben so gebaut, weil das muss ja auch funktionieren am Ende, ne? Weil wäre schlecht, wenn das Ding auf dem Wasser auf einmal genau, das Konzept, untergeht. Das Konzept für mich war einfach. Ich wusste, wenn ich das jetzt so umsetze, ich sag gleich, wie wir angefangen haben, wenn ich das umsetze, weiß ich, dass es eventuell zu 50% schon funktionieren wird. Mhm. Weil, was haben wir gemacht? Wir haben als Basis einen Jetski genommen. Mhm. Der Jetski fährt ja schon. Mhm. Ja, der Motor funktioniert. Du hast den Jetantrieb, du hast den Impeller, die Tube, alles funktioniert schon. Das ist unser Antrieb. Und dann brauchen wir halt die Außenhaut. Und da habe ich in Neuseeland einen gefunden, der verkauft so 3D-Zeichnungen. Mhm. Also, der sieht aber nicht so aus. Seine Zeichnung, was da wichtig war, war dieser Unterboden, also quasi diese Fläche, worauf er schwimmt, wo er eigentlich ins Gleiten kommen muss. Das war der wichtigste Part, weil da habe ich überhaupt keine Ahnung. Mhm. Weil wie baust du mal ein Boot? Du hast eine grobe Zeichnung, dann baust du ein Modell, dann fährt das Modell und dann gucken die. Es ist sehr kompliziert. Ich wundere mich überhaupt, dass das Ding schwimmt. Ja? Weil das wird ja schon alles einen bestimmten Winkel haben müssen. So, ne? Ja, wenn man drunter guckt, dann sieht man, wie die Form so verläuft. Und da hat sich schon eine Gedanken zugemacht. Mhm. So, das Problem aber, das Boot hätte normalerweise laut der Zeichnung hier aufgehört. So, und das hätte einfach so ein Stummel, also einfach so hinten, bumm, wie so ein typisches, ich sag mal, Anglerboot, ne? Einfach hinten aufgehört. Und der Motor, der auch dafür vorgesehen war mit der Pumpe, würde bis hierhin sitzen. Ne? Das heißt, das würde funktionieren, aber du würdest in dem Boot quasi wirklich... Aber nicht mit Leuten, die so... Genau, du sitzt dann, ja genau, du sitzt dann wirklich so und das... Da passt nur der kleine Chinese rein. Genau, und dann habe ich ja auch mein Bild gepostet, wie ich es machen wollte. Und dann bin ich hingegangen und habe einfach aus Karton mir meinen Hinterhalt gebaut. Ne? Einfach aus Karton dran geklebt, ja, so könnte es gehen. Und so ist das Ganze entstanden. Und dann habe ich gesehen, ich kann den Motor und die Impellerpumpe einfach nach hinten schieben und dann habe ich mir Platz. Die Gefahr ist jetzt aber gewesen, wird das Ding überhaupt schwimmen? Ich habe hier einfach verlängert. Ne? Stimmt das Konzept überhaupt? Also erstmal müssen wir klären, das gesamte Ding ist aus Alu gebaut. Genau, komplett aus Alu geschweißt. Alles Alu? Alles Alu. Nur geil, gefällt mir ja eigentlich, ne? Ja, du magst ja Alu, ne? Vor und die Farbe gefällt dir wahrscheinlich, ne? Vor allem selbst das ist auch Alu, ne? Ja, genau. Das war auch so eine Nacht- und Nebelaktion. Morgens komme ich rein, Rohre gesehen, hör mal, das könnte hier reinpassen. Zugesägt, schnell mal reingepunktet und reingeschweißt, ja. Was wiegt das Ding jetzt so, wie es hier steht? Ich glaube, wir sind jetzt bei 220, 250 Kilo. Das heißt, wenn der Motor raus ist, kann man das Ding wahrscheinlich mit 3 Leuten das ganze Ding einfach hochheben? Ja, haben wir ja zu 2 sogar geschleppt. Ist das, so, pass auf, wir gehen jetzt mal von Grund auf. Ist das nur eine Lage hier? Das hier, dieses wichtige Blech in der Mitte, das hat eine Materialstärke von 5 mm, das ist IMG1. 5 mm, okay. 5 mm, das ist sehr feste Aluminium, das ist eine sehr feste Aluminiumlegierung, weil das Boot ist ja dafür gemacht, im seichten Wasser über Steine, Stock und alles Mögliche drüber zu jagen. Theoretisch bräuchte ich für das Boot eine Pfütze, damit es starten kann. Ne? Du brauchst ja nicht viel Wasser. Durch den Antrieb, dass du keine Schraube da drunter hast. Genau. Und deswegen ist der Boden eigentlich relativ fest gemacht. Das heißt, wir haben unten diesen Hauptkern
5 mm stark und dann geht es so weiter nach hinten mit 3 mm und die Außenwand ist dann 2 mm. Oh, echt? Ja. So kommt es aber noch recht stabil. Ja, das ist halt dieses, diese Form. Und wie du siehst, die meisten Anglerboote, die man selbst so baut, wenn du reinguckst, die haben immer diese ganzen vielen Verstrebungen. Mhm, diese Querdinger drin. Ganz, ganz viele Rippen. Haben wir hier nicht, weil es ja in sich so funktioniert. Ich habe hier quasi quer nur eine. Ja? Lenkrad, das war eine Aktion. Ne? Lenkrad, das Lenksystem. Erste Frage, warum rechts? Das hat was. Ja, ursprünglich war das Lenkrad links. Und dann kamen die ersten Kommentare: Igor, wieso machst du das Lenkrad gehört an Steuerbordseite? Ja, ich musste auch einen Führerschein machen und sagen: Bei einem Boot gehört das an die rechte Seite, weil das ist die Steuerbordseite und das ist so in Deutschland. Mhm. Ja? Ja, stimmt, ja, ist bei den meisten Booten. Ja. Genau, theoretisch, wenn du ein großes Boot hast, kannst du es auch in der Mitte haben, aber Steuerbord ist rechts und so. Das hat auch was damit zu tun, wie du fährst, wie du aufpassen musst und so weiter und so fort. Ja, ja, einfach mal ein Boot selber gebaut. Ja, aber wie gesagt, es ist, am Anfang denkst du, es ist ein Unding, wird das überhaupt, das war auch so, ich habe gedacht, wird das überhaupt schwimmen, wird das funktionieren? Wir hatten auch viele Rückschläge gehabt, mit dem Motor auch, aber jetzt so die ersten Fahrten, du weißt, das Ding schiebt und ist zuverlässig, dann... Wir müssen mal hier einmal, wir müssen mal so halb runterkriechen, dann sieht man die Form nämlich ein bisschen besser. Ganz genau. So. Das ist auch noch nicht das 5mm Teil, sondern das fängt, das hier, das fängt hier, erst das hier an. Genau. So, und diese Kante hier? Sehr wichtig. Das ist, dass es überhaupt erstmal im Wasser bleibt? Genau. Dass es überhaupt erstmal schwimmt? Ja, dass du überhaupt in dieses Gleiten kommst, beziehungsweise wir haben hier kein Kiel, wir haben keinen Tiefgang. Mhm. Das heißt, wir haben hier so eine grobe Richtung, aber wenn du Vollgas gibst und du bewegst ein bisschen die Lenkung, dann merkst du schon, wie er auch quasi auf dem Wasser quasi sich nach rechts und nach links ausweicht. Ja? Das heißt, wenn du auch Vollgas gibst und dann einlenkst, dann driftest du und gleitest quasi übers Wasser, weil du diesen Tiefgang nicht hast. Ja, das ist ein Fun-Faktor, das macht richtig Spaß. Ja. Guck mal, selbst du hast hier aus Alu alles dran, ne? Ja, aber geht ja nicht an. Ich könnte ja keinen Edelstahl dran schweißen. Ne? Ja, Schrauben ist auch Mieten, blöd. Mieten irgendwie oder so. Ja, aber dann mache ich Löcher rein. Ja, so. Jetzt kommt nämlich die entscheidende Frage. Alles aus Alu? Ja. Gar keine Angst gehabt, dass das irgendwo nicht ist? Oder? Doch schon, deswegen geschweißt. Beim ersten Mal geschweißt, ohne Motor, ohne alles ins Wasser geschmissen und dann geguckt, ob der irgendwo durchlässt. Hm. Das, genau, das war ja die Kunst beim Schweißen. Du hast hier 2 mm, ne, zum Beispiel diese Außenecke. Und 2,5. Genau, wenn ich jetzt die Folie abziehen würde, dann sieht man eigentlich, dass die auch so scharf geschliffen ist. Ja, ja. So. 2 mm Alu schweißen mit MIG, jeder Schweißer würde sagen, das ist Horror, ne? Weil du sofort durchbrennst. Also was musste ich machen? Ich musste erstmal Punkt für Punkt das Ding in Position bringen. Dann habe ich Punkt für Punkt das Ganze zugeschweißt, weil durchschweißen geht nicht, fällst du sofort durch. Mhm. So, Punkt für Punkt durchgeschweißt, drüber schleifen geht nicht. Weil wenn du das ausschleifst, eine Aluminiumschweißnaht ausschleifst, die bricht, die wird undicht. Weil das, genau. Also bin ich reingeklettert, habe von innen komplett zugeschweißt. Ah, okay. So, dann sind die Punkte teilweise eingefallen, weil du die Hitze von unten bringst. Und dann habe ich quasi von oben nochmal drüber geschweißt und dann konnte ich schleifen. Ne, stimmt. Jetzt, wo du sagst, bei einem, wenn wir am Motor wie auch immer irgendwas schweißen, dann kann man das ja schon auf dem Tisch sich immer so legen, dass es richtig rumliegt. Ne? Genau. Aber du kannst ja nicht das Boot hier dreimal in alle Richtungen drehen. Genau. Vor allen Dingen, das waren schon so ein paar Meter Naht. Ne? Ja, deswegen MIG, das heißt der Brenner, der Zusatz kommt aus dem Brenner raus. Hm. Nicht mit WIG. Ich habe eine Naht mit WIG gemacht, die habe ich ja auch versteckt. Die sieht zwar gut aus, aber... Das Problem ist einfach, wenn du das mit MIG schweißt, bist du Jahre unterwegs und Verzug. Mhm. Ja, mit MIG ist relativ kalt, dann bleibt das alles nur so, aber wenn du mit WIG schweißt, sieht man hier, das fing dann hier so an, dann fängt er an so durch diese Wärmeverzug sich zu... Da müssen wir auf jeden Fall auch mal ein Video zu machen. Ich meine, du hast bei dir auf dem Channel bestimmt schon Videos, aber mich würde es auch brennend mal interessieren, MIG Alu schweißen. Ja. Weil ich ja ursprünglich auch viel MIG-MAG geschweißt habe an Karossen und so weiter. Ja. Und das würde mich auf jeden Fall mal interessieren. Das können wir gerne mal machen. Weil, also vom Gedanken her würde jeder immer erstmal denken, nee, das geht nicht, das wird schlecht und so weiter. Ne? Aber ich habe es ja bei dir schon etliche Male gesehen, dass man auch richtig gut mit schweißen kann. Das kannst du richtig gut machen. Ja. Wenn du richtig alles eingestellt hast, das Gas stimmt, die Parameter stimmen, du brauchst noch nicht mal Impuls, dann kannst du richtig, du kannst eine WIG-Optik hinbekommen, das hat was damit zu tun, wie du den Brenner hältst. Aber das können wir. Weil für mich wäre das auch interessant, wir haben ganz oft was, dass ich an diesem, gerade an dem V6-Motor, wo alles so tierisch eng ist, wenn ich mal irgendwie mehr was überlege, einen Halter positionieren wie auch immer, ist das meistens natürlich auch genau so, dass du auch nicht WIG von unten anpunkten kannst, so ungefähr, ne? Sondern aber von unten halt
MIG genau. einfach anhalten könntest. Ne? MIG ist, halt, ist ja nicht schlecht. MIG hat ja sehr viele Vorteile. Es ist ein kälteres Verfahren. Plus, wie gesagt, du bist flexibel. Du hast eine Hand frei, du musst nicht den Zusatz von Hand dazu geben. Ne? Wobei bei uns, ich sag jetzt mal bei uns, in dieser Tuning-Szene, MIG mag ja eigentlich eher so die Fuschlösung ist so genau, ungefähr. Das stimmt nicht. Okay, das ist auf jeden Fall eine interessante Sache. Da müssen wir also du kannst auch mit MAC richtig schön schweißen. Ne? Mhm. Das muss nicht schlecht sein. So, okay. Wie war das erste Gefühl, als du das Ding aufs Wasser gelassen hast? Weil es ist ja schon so, dass man mit so einem Ding... Das ist ja, es hätte ja auch einfach passieren können, dass du gar nicht mehr fahren kannst. So, ich hatte Angst... Dass die erste Welle kommt, das Ding einfach reißt. Weiß man bei allem auch immer nicht mitreißen. Ja. Ne? Also als ich das erste Mal damit gefahren bin, war ich sehr vorsichtig. Ich habe mich kaum aus dem Hafen getraut. Ne? ich bin immer raus. Die Leute haben immer geguckt, weil ich immer so ein bisschen rausgefahren bin. Oh, es funktioniert, es geht alles. Wieder zurück. Ja. Geguckt, ob alles dicht ist, ob alles funktioniert. Dann wieder ein Stückchen. Und so habe ich mich so Stück für Stück auf den Rhein rausgetraut. Und jetzt kann ich dir versichern, dass das Ding absolut sicher ist. Ne? Letzte Frage, bevor wir auf die Technik eingehen. Wenn ich mir jetzt vorstelle, du würdest ein komplettes Auto selber bauen, bis das auf der Straße ist, auch so mit Zulassung, TÜV und so weiter, werden noch ein paar weitere Jahre vergehen. Ja. Wie ist das beim Boot? Also es ist, also ich sag mal so, es ist einfach. Wenn du die grundlegende Zeichnung hast von unten, ja, die Teile habe ich mir lasern lassen, die Materialkosten sind überschaubar. Also ich schätze hier Aluminium, na lass es mal 800, 900 Euro. Nee, ich meinte jetzt wirklich, wie das mit TÜV und Zulassung ist. Oh, das war wirklich eine überraschende Geschichte. Ich habe gedacht, ich würde das niemals zugelassen bekommen. Mhm. Ich habe mich Schifffahrtsamt Koblenz gemeldet, habe hier so ein Formular ausgedruckt. Da stand drin, ja, was hast du für einen Motor, das und das, woraus hast du es gemacht, aus Aluminium. 5 Bilder beigefügt, wie ich das gebaut habe. Eine Woche später hat sich die Dame gemeldet, sie können ihren Schein abholen mit Kennzeichen, mit allem drum und dran. Den habe ich im Auto, kann ich euch gerne mal zeigen. Also es ist voll zugelassen, ich habe auch ein Kennzeichen. Nicht, dass jetzt hier ab nächster Woche offenbar die Tuningboote gebaut werden. Und wir Tuning-Treffen hier 30, im Hafen bald machen. 30 Euro hat das Ganze gekostet. Das war wirklich, das war eine Überraschung, muss ich wirklich sagen. Mhm. Ne? Also wirklich. Das heißt, gibt es da irgendwelche Anforderungen, wie, ich wollte jetzt gerade sagen, Licht, Blinker, Bremse und so weiter? Nee, schauen wir nicht. Bei Kleinbooten, Sportbooten, wenn du tagsüber fährst, nicht. Wenn du nachts fährst, dann musst du ein bestimmtes Stopplicht und sowas führen. Das lernst du aber in der Bootschule, wenn du Führerschein machst. Ah, ist mehr Führerschein. Und die Frau hat mir auch gesagt, wenn wir der Meinung sind, sie haben da irgendwas nicht richtig gemacht, dann schick mir einen Gutachter raus. Ich habe den aber natürlich... Videos geschickt, wie wir das Ding gebaut haben, dass das Ding schwimmt und haben wir schnell okay gesagt. Ja, okay, dem vertrauen wir jetzt. Ne? Okay, dann hattest du gerade Thema Kosten angefangen. Ja. 800 Euro Alu ungefähr. Ja, du musst aber die Sachen lasern lassen, das heißt, du brauchst einen Lasermann des Vertrauens. Erstellen. Genau. Erstellen. Oder kriegst du die 3D-Zeichnung schon so, dass man sie direkt lasern kann? Ich habe die 3D-Zeichnung so bekommen von unten, dass ich sie direkt lasern konnte. Aber den Rest hier, das war dann Handarbeit. Also das hier vorne, was du siehst, diese Geschichten, Handarbeit, das komplette Heck ab hier, Handarbeit, auch diese ganze Aufnahme von der Tube, von der Pumpe, alles probiert, passt, machen wir so. Warum ist hier eigentlich vorgenietet? Falls muss das nochmal ab wahrscheinlich. Falls mal ja, das Thema war einfach, ich hatte Sorgen wegen der Stabilität. Ich habe hinten ursprünglich ein Loch gemacht fürs Lenkrad. Mhm. Dann haben wir hier noch ein paar Sachen versucht. Das sind noch ein paar Sachen rausgeschnitten gewesen. Ich habe einfach aus Stabilität nochmal ein Blech reingesetzt. Mhm. Ja, damit das Ganze ja stabil ist. Ah, okay. Ja, der Grund, warum wir sowas auch bei uns auf dem Channel immer zeigen, weil ich finde es halt einfach ultra cool, dass man es einfach macht. Man denkt sich so, ich baue jetzt ein Boot. Ja. Es hätte ja auch 6 Monate Arbeit sein können und das Boot geht danach im Rhein unter. Das stimmt. Aber trotzdem durchgezogen, das Ding fährt und so weiter. Und das finde ich halt gerade cool, weil es ist halt einfach... Eine Handwerkskunst, sage ich jetzt mal, wie auch immer. Ne? Ja, und auch eine Motivationssache, das wirklich bis zum Ende durchzuziehen. Ne? Also ich habe schon, ich denke, mit dem Boot einen abbekommen, weil das hat mich auch schwer nervös gemacht. Ne? Du warst Wochenende, du warst dann zu Hause und du wusstest, du musst jetzt am Montag damit ins Wasser. Und es ist vielleicht wieder irgendwas, was nicht funktioniert. Und da konntest du teilweise nicht schlafen. Ne? Und der Motor hat mir Probleme gemacht am Anfang. Okay. So, jetzt letzte Thema Technik. Warum erstmal diese Art von Antrieb und nicht etwas wie ein Motor vorne mit Welle und du meinst Impeller, Außenborder-Propeller? Ja, kein Außenborder, sondern halt schon Motor vorne und dann mit Welle so durchs ganze Boot. Gibt es ja auch sowas? Ja, gibt es auch sowas, richtig. Motor hinten? Ich fand halt diesen Jet-Antrieb, ich fand das so interessant, dass er quasi Wasser ansaugt und ausspuckt und durch diese Wind, ja... Nee, ich weiß, was du wolltest. Was wollte ich? Du wolltest bestimmt nur im Internet hier so ein Jetpack bestellen.
dass Igor dann bald über dem See hier so schwebt, ne? Ja, und einer im Boot sitzt. Ja, gibt's aber, kannst du einfach anstecken. Einfach reinstecken? Ja. Die, ach, du nutzt die Kraft von dem Motor. Du bringst mich so, auf die, ne, Idee. Und zack, fliegt Igor über die Rhein. Ja, das ist ja interessant. Vor allem richtig hoch, 20 Meter also. Die schaffen ja, 20 ja, Meter. Ja, krass. Ist allerdings extrem schwer zu fliegen. Also musst du, ja, du musst die Kontrolle haben. Hab ich schon mal gesehen. Stimmt, das machen die ja mit dem Jetski ja, einfach. Ja, und das nicht mitgeht, ist auch. Würden mir 70 PS reichen. Und bestimmt. Ja, also der Motor ist schon krass. Ja, ja. Damit wäre die Frage auch geklärt. Darauf warte ich mir die ganze Zeit. Ich besorge das Ding. Das 70 PS hat. Ja. Okay, lass mal einmal reingucken hier. Ja, genau. Ich stelle mir immer so eine Sache bei einem Boot vor. Ah, warte kurz. Halt mal so fest, ja. Bei einem Auto schmunzelt man da immer so ein bisschen drüber. Ja, wenn das Ding halt mal ausgeht, nicht mehr anspringt, wie auch immer, ist egal. Da sagst du was. So, ne? Ah, ja, aber wenn du dann irgendwo genau. auf dem Wasser bist und da ist auf einmal Feierabend, ist halt doof, ne? Ja, vor allen Dingen, ich habe mich ja direkt auf den Rhein getraut und wenn du dir die Strömung von Rhein anguckst und wenn dir der Motor da ausgeht, dann bist du manövrierunfähig. Ja. Du kannst ja nicht lenken. Da kommt ein Boot, da kannst du nichts mehr machen. Ja. Deswegen habe ich hier auch eine Schwimmweste. Ich habe Telefon dabei und ich habe hier so ein Floß, womit ich schnell... Und deswegen, ich bewege mich aktuell wirklich in der Nähe vom Ufer, dass ich sicher bin. Ja? Da musst du schon sicher sein, aber die sollen sehr zuverlässig sein. Okay, aber das heißt, theoretisch brauchst du wirklich, ich sage jetzt mal vorsichtig, 800 Euro Alu, zwei Sitze, ein Lenkrad und den Motor noch. Genau. Und der ist so, wie er ist, von einem Jetski. Genau, so wie er ist von Jetski. Alle Teile sind jetzt noch vom Jetski hier dran. Das ist natürlich theoretisch, war nämlich witzigerweise gerade bei so einem komplett Verrückten vor ein paar Tagen Jetski fahren. Ja. Das geht ja auch hoch bis 300, 400 PS und so weiter. Wenn man genau, will. Es gibt diese größeren, das wir auch natürlich, aber da sieht er auch der ganze Tunnel, der ganze... Ganz anders aus. Ja, das ist alles stabiler, alles anders. Du kannst die Düse auch viel mehr bewegen in alle Richtungen. Das ist total abgefahren. Das heißt, kannst du hier den Trim zum Beispiel auch machen? Also kannst du die auch rein und rausstellen oder Nein. ist die nur gerade? Okay, nur gerade. Da sind ein paar Probleme. Vielleicht können wir auf die zum Schluss noch eingehen. Ich habe noch ein paar Sachen, die ich gerne vielleicht mit dir besprechen könnte. Weil beim Jetski ist es ja so, du kannst ja den Trim auch verstellen, dass das Ding so richtig... Genau. Du kannst ja so fast aus dem Wasser rausspringen. Ne? Bei diesen mit 260 PS aufwärts, die großen, da kannst du es machen. Ich habe einen Kumpel gehabt, komplett wahnsinniger. Das Ding hatte nicht eine Betriebsstunde runter, 300 PS, so das Größte, was es so zu kaufen gab. Und was hat er geschafft? Direkt zum Tuner gebracht, mit einer Betriebsstunde und irgendwie anderen Kompressor, andere Nockenwelle und was so, und knapp 400 Arme. Es ist viel zu viel, das kannst du dir nicht vorstellen. Diese 70 PS, die kriege ich momentan nicht aufs Wasser. Kann aber jetzt mit dem Trim zusammenhängen, weil dieser Jetski, ich war fassungslos, hat tatsächlich eine Launch Control. So, und bei der Launch Control macht er den Trim quasi selber, dass das Ding wirklich genau so nach vorne geht. Und kann natürlich sein, dass hier zum Starten oder... Zum Starten guckst du natürlich, du merkst, wie er so mit, der ist ja schwer hinten, du merkst, wie er quasi so einsenkt. Ja, wenn du zum Beispiel gefahren bist, dann machst du kurz Stopp, dann geht er so nach hinten und dann drückst du nochmal drauf und du merkst, wie er dann richtig Schub bekommt. Ja. Aber das sind natürlich alles noch Optimierungsbedarf. Ja. So, praktisch ist es aber zwei, drei Zylinder? Das ist ein Zweitakter, Zweizylinder Yamaha Superjet 701 62T. Ein sehr zuverlässiger, leistungsstarker, wartungs-nicht intensiver Motor. Wartungs-nicht. Okay, scheinbar hier mit ansatzweise, das geht hier durch als Schalldämpfer? Es ist so, hier ist diese wichtige Abgasanlage, ne? Das ist ja das, wo man später ansetzen kann und mehr Leistungen rauszuholen mit dieser Resonanzgeschichte, mit dieser Berechnungsgeschichte. Dann sieht die Pipe aus wie so ein fetter Bauch. Ja, ja, klar, ne? Wie so ein typischer Zweitakter. Genau. Haben wir ja zufälligerweise gerade neulich noch drüber gesprochen. Das ist halt der Endschalldämpfer und so gehen die Abgase ins Wasser raus. Ja. Was halt krass ist, das hatten wir nämlich auch schon mal neulich, dass die Abgase bei so einem Boot so kalt sind, ne? Dass du da so normale Gummischläuche einfach hast, dass das so funktioniert. Ja. Weil er wird ja auch mit dem Wasser von unten gekühlt. Ja. Er braucht ja Wasser. Lustig war es, als ich das erste Mal den Motor angemacht habe, da kommt ja Wasser aus dem Abgaskanal raus. Ich habe mich gewundert. Das war alles recht neu für mich. Ja. Okay, das heißt aktuell 70 PS. Du sagst aber, fürs Erste reicht das auch. Ich kriege momentan, ich merke einfach, dass er mehr Power hat, als dass ich es aufs Wasser bringen kann. Weil ich glaube, ein Jetski ist sogar schwerer. Diese großen Jetskis, die wiegen, glaube ich, eher ja, so 300-400 Kilo. Ne? Das war so ein Steher, das war so ein kleiner. Okay. Das war nicht so ein Dreisitzer, was du denkst. Ne? Diese großen, das sind meistens Dreisitzer. Ja, achso, diese Riesendinger, ja, diese klar. Diese Riesendinger, genau, mit 300 PS, ja. Aber das war in dem Fall ein Zweisitzer.
Ja, gut. Ja. Mhm. Auch das hier zum Beispiel, das ist einfach so entstanden. Ne? Du hast das Ding reingesetzt und dann denkst du, du musst den hier irgendwie abgreifen, weil sonst bricht er dir ab. Und dann sind solche Formen einfach entstanden. Ne? Also da gab es keine Zeichnung, die sind einfach freihand hier entstanden. Und was jetzt wichtig ist, ich will dir ein bisschen vorschieben, dann erkläre ich euch aktuell, ich sag mal, mein klitzekleines, vielleicht nicht Problem. Nee, kriegen wir jetzt so nicht raus. Der Wassereingang. Ich wollte gerade sagen, diese Chemion. Ne? Aber genau. Du hast ja bestimmt auch vom Aufbau jede Menge Bilder und so genau, weiter. Genau, kann ich euch geben. Das war alles ein bisschen genau. Du ballst die hier drunter in die Schlitze. Genau, das fängt hier hinten an. Mhm. Ja? Und du musst dir vorstellen, da ist so ein Kanal, der geht so hoch und schiebt das Wasser quasi in den Impeller hinein. Und da läuft eine Welle durch, die treibt den Impeller an. Mhm. Und ich habe jetzt aktuell das Problem bei Vollgas. Also ich merke, wenn ich jetzt eine gewisse Geschwindigkeit aufgebaut habe, ich habe jetzt gemessen, 52 bis 60 km/h bin ich damit gefahren. Mit dem Alu-Rumpf. Genau, wenn du nochmal Gas gibst, der Motor hat Leistung, die Drehzahl kommt, aber ich habe irgendwie das Gefühl, so ein Schlupf, als würde Luft nehmen. Mhm. Das habe ich aber nicht, wenn ich einlenke und quasi mich mit dem Arsch so ins Wasser reindrücke und quasi eine Kurve fahre, dann merkst du, dass er richtig Schub hat. Das heißt, wenn ich jetzt quasi quer fahre, habe ich mehr Geschwindigkeit, als wenn ich geradeaus fahre. Und da bin ich jetzt so ein bisschen am Pucken, ja, da wo das Problem sein könnte. Wird es auf jeden Fall jede Menge Leute geben, die sich da bestimmt sofort einschalten. Sofort einschalten. Die besten Tipps haben, was genau. Jetzt machen muss. Ja, vielleicht, weil er hinten dann nicht mehr ganz im Wasser ist. Doch, der ist richtig. Ich hab mich letztens gewundert. Ich bin richtig tief im Wasser. Das könnte es nicht sein. Was ich mir vorstellen kann... Ja, aber es ist halt Strömung, ne? Ja. Nachher, wenn ich vergessen, 70 PS, was hier an Wasser hinten rauskommt, ja. Alles, was rauskommt, muss natürlich auch wieder reinkommen. Genau. Und vielleicht hast du ja genau an der Stelle in dem Moment, das Wasser strömt so schnell an dem Rumpf schon vorbei, dass es nicht mehr reinkommt, ne? Ja, ich habe schon überlegt, so eine Art Hutze, die ich da oben habe, unten einzubauen. Deswegen haben wir Folgendes mal gemacht. Wie sieht es denn beim Jetski von unten aus? Hast du da mal geguckt? Der hat eigentlich, theoretisch hat einfach nur ein Loch mit einem Gitter dran. Weil die nutzen ja diesen Effekt, wenn du einen Löffel nimmst und da ist ein Wasserstrahl. Ne? Mhm. Du nimmst den Löffel und du hältst ihn so an Wasser, du merkst, wie das Wasser dann anfängt, so in diese Richtung zu. Mhm. Diesen Effekt nutzen die und es müsste eigentlich reichen, was jetzt ist, dass er genug Wasser... Also die lassen das Wasser so gezielt reinströmen, genau. Diesen Effekt. Aber irgendwie habe ich Schlupf. Beim Geradeauskurs, bei Vollgas. Mhm. Deswegen liegt auch dein Haarkamm hier. Das sind so Versuchsobjekte. Ne? Das war mein erster Versuch. Ich habe mir gedacht, okay, zwingen wir ein bisschen mehr Wasser rein, indem wir wie einen Hobel machen. Ja, stecke ich so rein, der guckt dann 2 cm raus. Nicht ganz vom Schluss, so in der Mitte, dass er quasi mehr Wasser reintreibt und reinlenkt. Was ist passiert? Ich habe überhaupt keinen Schub gehabt. Weil in erster Linie habe ich damit alle komischen Pflanzen, die davon eingesammelt, ne, ständig Pflanzen rausgeholt. Und außerdem, der hat, glaube ich, für Verwirbelungen gesorgt, dass er überhaupt kein Wasser bekommt. Und der ist sehr empfindlich. Wenn da ein bisschen Zeugs drin ist, du merkst, dass er einfach nicht genug Wasser bekommt. Und das ist so ein Thema, wo ich... Aber ich finde es trotzdem einfach nur geil, dass du mit dem, also jeder, der auf dem Wasser schon mal unterwegs war, weiß ja, selbst 60 ist ja schon richtig... Da ist ja schon richtig Power hinter in so einem Rumpf dann, wenn der über die Wellen knallt und so weiter. Ne? Dass da nicht halt einfach mal so, es nur so plopp macht und unten irgendwie so eine Beule drin ist. Also, ne? Beim ersten Mal diese Schläge, die du da abbekommst, du hast schon Schiss. Du hast sehr viel Respekt. Aber das geht so schnell vorbei. Und du gewöhnst dich so schnell an diese Geschwindigkeit und dann ist es dir einfach zu langsam. Dann wirst du immer schneller sein. Ja, Können wir mal anreißen mit Ding? Ja, natürlich. Wir würden liebend gerne eigentlich auch heute eine Runde fahren, aber das Wetter ist ja aktuell nicht so das Tollste und im Regen hier mit fahren muss jetzt auch erstmal nicht. Nee, das Wasser ist jetzt auch kühl. Plus Igor hat Angst, dass ich es zu langweilig finde. Er würde lieber da noch ein bisschen optimieren unten dran. Ne? Ich glaube, ja. Aber an Anreise können wir trotzdem. Apropos nass werden, ich gehe lieber weg. Ja, komm, ja, da müsst du noch vom letzten Mal ein bisschen... Nee, ich glaube, René, du musst genau hier so reinfilmen. Nee, genau. Könnte sein, dass du noch um. Ja, ist halt dein Boden hier. Musst du hier wischen. Okay. Das Thema, was wir jetzt haben, ist halt. Der hat Wasser immer dabei, ne? Das Thema, du kannst ihn natürlich jetzt nicht lang laufen lassen. Ja, weil Kühlung fehlt. Genau. Ich könnte jetzt zwar hingehen. Aber der kriegt das Wasser für die Kühlung auch durch die Schlitze unten, ne? Der saugt das hier irgendwo an, ja.
Achso, also nicht unten, wo es auch dann hinten wieder rauskommt, sondern zusätzlich saugt er dann? Ja, saugt es an. Da kommt es ja raus hier. Aus genau, dem, ich genau. Nenne es jetzt mal Auspuff hier rum. Also ich bin jetzt wirklich, wo nimmt er das mit? Der nimmt das auf jeden Fall mit. Er kann es nur durch die Tunnel aufnehmen. Ja. Es ist hier in der Düse. Also ich habe hier die Düse, das ist der Impeller und da saugt er sich das Wasser mit an. Hundertprozentig. Ich habe sonst keinen weiteren Eingang. Also es passiert hier drin. Okay. Ja. Hier wäre zum Beispiel diese Wartungsgeschichte. Ich könnte jetzt hier einen Wasserschlauch einfach anschließen und könnte den laufen lassen. Ja? Also Leistung ist nicht das Thema. Es ist wirklich, ich hab am Anfang gedacht, das ist der Motor, aber das ist wirklich eher diese Konstruktionsgeschichte, wo wir optimieren müssen. Aber klingt auf jeden Fall witzig, ne? wie so ein großer Roller. Nur dann. Ja, ist schon laut. Ne? Ich krieg den auch nicht leise. Wie soll ich den leise bekommen? Dann ist es doch sehr hochdrehend. Ne? Ja, ist halt Zweitakter. Ne? Und das war ja keine Last. Das meinst du, wie das Ding dann erstmal unter Last klingt. Ne? Genau. Ich habe schon überlegt, sollst du das Ding dämmen, irgendwie zumachen, aber dann, das wird doch zu heiß, das geht nicht halt. Ne? Tja, sehr cool. Ja. Ich habe aber... Sehen wir uns also auf der nächsten Bootsmesse. Definitiv. Ich habe noch vom Montag, wo ich damit den letzten Test gefahren bin, habe ich ein paar Aufnahmen. Ich könnte euch die Bilder, die Aufnahmen geben, dann kann man sehen, was ich. Schick alles rüber, dann können wir schon mal ein bisschen. Ich sehe ja schon die GoPro-Halterung da vorne. Ja, ja. Ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, das ist so ein Objekt. Also, ich wüsste angenommen, wir würden das Ding bauen und dann würden wir die erste Probefahrt damit machen. Wir würden es auf jeden Fall. Schrotten. Nee. Nein, wir hätten auf jeden Fall Spaß, das glaube ich schon. Ja, das macht schon. Also, irgendwann kommt der Moment, wo du sicher bist, der Motor läuft jetzt, der lässt dich jetzt nicht im Stich und dann tobst du dich richtig aus und dann vergisst du alles und dann gibst du richtig Gas und dann hast du richtig Fun. Ja. Tja, ich würde sagen, wir kommen auf die Probefahrt nochmal zurück, wenn wir das nächste Mal hier sind. Ja. Schmeiß weg. Ja. Wir haben ja eh noch so 1, 2, 3 Sachen, die wir gerne nochmal wieder zusammen machen würden, weil macht ja immer Spaß und ist ja immer cool. Und ich wollte euch einfach nur dieses Projekt zeigen. Wenn ihr irgendwelche anderen coolen, ähnliche Projekte habt, die auch 100% self-made sind und wir vielleicht vorstellen sollen, ballert einfach in die Kommentare, schreibt mir eine E-Mail, wie auch immer. Wenn Zeit ist, wenn es sich passt von der Nähe her, stellen wir sowas immer gerne vor, was mit Schrauberei zu tun hat. Und ja, danke, dass du dir Zeit genommen hast. Danke dir auch. Ich wünsche dir noch allzeit knitterfreie, trockene Fahrt. Ja, und Hauptsache nicht untergehen. Wir müssen auf jeden Fall eine Runde zusammen drehen, weil ich bin gespannt. Brauche ich auch einen Führerschein für oder darf ich theoretisch? Nee, wenn ich dabei sitze, darfst du fahren, offiziell. Chef. Ja, aber ich habe Angst, ich habe jetzt schon Angst. Ich weiß, dass du, wie du fährst. Deswegen. Ach Quatsch, nein, ich fahre. Mal gut, dass das nur in zwei sitzt. Weil der geilste Moment wird sein, wenn wir zusammen fahren, du gibst Vollgas, dann gehst du vom Gas, schlägst ein und dann drückst du nochmal. Quasi du fliegst noch, aber du drehst dich auf dem Wasser, weil er, wie gesagt, keinen Tiefgang hat. Und das ist total verrückt. Ne? Macht richtig Spaß. Ja, ich würde sagen, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.